Hi und willkommen. Mein Name ist Andy Wolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. In der letzten Folge haben wir Dunkelrico und Sigbar erledigt. Von letzteren glaube ich, der ist immer noch am Leben. Komm, könnt ihr mir nicht antun. Und ja, 5 Mitglieder sind jetzt erledigt und da hinten sehe ich schon einen Haufen mehr und da in der Richtung sind wahrscheinlich noch mehr, ne? Irgendwann wollte ich sagen, ach ja, die Cutscene mit Sigbar, ne? Ich fand, Sora und Rico sind ganz schön ungehobelt gewesen. Ich meine, als Luxord, Malusha und Laxen gegangen sind, Sora voll am Smilen, ne? Voll am Lächeln, alles ist wunderbar, jetzt sind wir voll Freunde, ne? Aber kaum sagt Sigbar, oh, ich will auch ein Schlüsselschwert haben. Und dann Sora und Rico so, nee, du verdienst keinen, du bist das Letzte und so. Da fand ich ganz schön unfair, ne? Ich meine, komm schon. So, ja, gut, wo gehen wir hin? Oh, da ist noch ein unbekanntes Mitglied. Okay, wer ist denn ein unbekanntes Mitglied? Okay. Will ich das herausfinden oder will ich das später machen? Ja, die beiden bauen eher Hilfe, glaube ich, aber was soll's. Gehen wir erstmal. Aqua und Ventus, das sind auch Anfänger. Ich kann auch fliegen, was mache ich eigentlich? Na komm. Volterra Nord. Ist eigentlich verdammt stark, ne? Was soll's, ich habe jetzt entschieden, fertig. Jetzt die Birth by Sleep Route, ja, ich genommen hab. Aqua, wenn. Welche Musik kommt hier? Da gehen wir erst auf Vanitas. Boah, ich hoffe, wir sehen, wie er hinter der Maske aussieht. Boah, Aqua und Ventus in unserem Team. Weißt du, Musik im Hintergrund? Ich weiß nicht, was die Musik im Hintergrund ist. Irgendwann aus Birth by Sleep bestimmt. Muss es ja. Was hat ein Remix von den Opening? Ja, das ist ein Remix von dem geheimen Trailer aus Kingdom Hearts 2. Die Schlacht auf dem Schlüsselschwertfriedhof. Boah, ich hoffe, in diesem Spiel gibt es auch irgendwie so Data Battles oder so. Und noch mal gegen die alle kämpfen, aber einzeln. Ich könnte mal meinen Fokus einsetzen, aber es ist, mir macht das so mehr Bock. Ja, ich glaube, das hat das Lied im Hintergrund. Ich höre es nicht so gut. Ich habe immer neue Wutform, dass ich mich heilen muss. Wahrscheinlich jetzt der Fall ist. Okay.
Nummer 6. Your face. I'm the piece of Ventus that was taken away. And you're the piece Ventus needed to be whole again. So, why shouldn't you and I look exactly the same? You define me, Sora, the same way that Ventus does. We are brothers who together make a greater whole. Then why won't you stand by our side? Instead of with darkness? Because I am darkness. Ja, wollte ich gerade sagen. And I do stand by your side. I'm the shadow that you cast. How much closer could I be? But I didn't ask for this. To be sifted apart, nice and neat. We should be free to choose. Not just light. Not just darkness. We decide what we are. But, Ventus, I did decide who I am, you see? And what you are is darkness? What I am is darkness. Okay. How is that okay? Vanitas? Terra Lord. Oh, ich bin immer noch. Oh Gott. Deshalb, weil ich mich irgendwie frage, wenn ich jetzt zum Beispiel erst ihn erledigt hätte, ne? Hätte ich dann irgendwie Angriffe von Vanitas gesehen, die ich jetzt nicht sehen kann, weil er ja schon weg ist, oder? Oh Gott. Du müsstest ja eigentlich stärker sein als jeder andere, weil du ja sehr Nord bist. In einem jüngeren Körper, mehr oder weniger. Habt ihr euch? Oh Gott, da ist er. Hoffentlich finden wir raus, was mit diesem Wächter ist. Da Terra ist. Oder. Das ist ja so eine große Theorie. Weiß man da sowieso keinen Unterschied mehr, ne? Naja. Aber war es für dich. Ja. Und du bist ehrlich. Boah, wenn einer weg ist, ist der restliche Kampf so was von einfach. Nummer 7 erledigt. Oh, das ist mein Lieblingsteam. Dismiss. You'll never be able to break these chains. They're our bonds.
Oh, ich liebe dieses Lied so sehr. Das ist mein absoluter Lieblingslied. Ja. You have no power over me. Stop, Terra! Please stop it! Vorbei an der Wille. Farewell. No! Terra, I kept my promise. Ah. Der Wächter ist Terra. Jetzt wurde es confirmed. Oh! You fell to the dark. Right. I will return to this land and protect my friends. Terra, now! Und er ist auch zurückgekehrt. Ja. Terra? Is it you? Yeah. You never stop lighting my way back. You're here. I heard you too, Ven. You found me, just like you promised. Thank you. Aqua and Ventus need rest. Terra, look after them. No, Sora. I'm going to. That's what he wants. For us to make a mistake. Put ourselves in danger. Sora, go. We'll catch up with you. Right. I got this. Alles klärchen. Und wir konnten nicht in den Raum bleiben, um ein Foto mit denen zu machen. Wie auf den Arm nehmen. So, er müsste jetzt hinzugefügt worden sein. Ne? Ja. Sag mal, 8 Schlüsselschwert. Sag mal, 8 Lichter. Was machst du jetzt, sehr Nord, hä? Aber okay. Ich hab 145 MP jetzt. Und sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge mit, boah, wer war da jetzt alles? Ich habe es vergessen, keine Ahnung. 7 haben wir erledigt, das heißt, es fehlen noch 6. Meister Xehanort, Sykes, diese andere Person in der Kutte, junger Xehanort,
Ansem und Semnes. Ja, die sechs noch. Die letzteren sind wahrscheinlich die wichtigeren. Und ja, Seonord, Meister Seonord. Jedenfalls, das war's für diese Folge. Bitte hinterlasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abo, weil diese Parts sind ganz schön episch. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss, Sikorsky.